Hallo Kaffeefreunde, in diesem Video möchte ich die IPA Espresso Y3 Kapselmaschine testen. Das ist ja das IPA Espresso System ist ja das Kapselsystem von Illy. Die Y3 ist das kleinste und kompakteste Modell, welches es für ca. 139 Euro im Handel zu kaufen gibt. So sieht der Karton aus. Hier auf dem Karton ist jetzt eine schwarze Maschine abgebildet. Ich habe die Maschine jetzt hier in weiß. Im Grunde ein schöner, kleiner, kompakter Karton mit oben einem Tragegriff. Den Karton packe ich einmal zur Seite. Kommen wir einmal zum Lieferumfang der Maschine. Was ist enthalten? Neben der Maschine selber natürlich. Einmal ein Entkalker und... was ich auch sehr schön finde, es waren schon relativ viele Kaffeekapseln mit dabei. Da ich die Maschine jetzt schon etwas länger habe, habe ich die aufgebraucht, schon die Kaffeekapseln, da ich die Maschine ausführlich testen musste. Hier haben wir einmal die Bedienungsanleitung, da werfen wir auch einmal einen Blick rein. Die ist in verschiedenen Sprachen. Die ist relativ kurz gehalten. Hier ist einmal die Anleitung in Deutsch. Alle Maschinenteile beschrieben. Und sonst ist es auch eigentlich alles selbsterklärend bei dieser Maschine. Also alles wirklich klein. Hier kommt schon der französische Teil. Das sind wirklich nicht viele Seiten, weil die Maschine sich wirklich einfach und innovativ bedienen lässt. Was kann die Maschine? Die Maschine kann hauptsächlich wirklich Espresso zubereiten, hat also keinen Milchaufschäumer oder sonst irgendeine andere Funktion. Man sieht schon, die ist wirklich vom Design kompakt. Die gibt es in vielen verschiedenen Farben, unter anderem in Rot, Grün, Orange, Weiß, also dieses Modell, oder in Schwarz. Das Besondere an dieser Maschine ist, der Espresso kommt beim Auslauf nicht mit der Tasse in Berührung. Wie das genau funktioniert, erkläre ich dann aber später, wenn ich dann einen Espresso zubereite. Ich erkläre erst einmal noch ein, zwei Sachen zur Maschine. Die Maschine arbeitet bis zu 19 Bar Druck. Hat einen 1 Liter Wassertank. Man sieht schon, der Deckel sitzt etwas lose auf. Deshalb ist er da jetzt auch reingefallen. Ich hole den einmal raus. Das ist aber eigentlich auch schon alles, was ich an dem Wassertank zu bemängeln habe, dass dieser Deckel hier oben etwas lose aufsitzt. Also das hätte man besser lösen können, indem man vielleicht eine Klappe oder so an den Wassertank angebracht hätte. Das ist aber nicht weiter schlimm. Der Wassertank, er hat ein ganz bestimmtes System, wie er angebracht wird. Hier oben sieht man ja so einen kleinen Plastikstift. Da wird der Wassertank erst so hin und dann einfach angedockt. Also erst nach unten und dann letztendlich angedockt. Und wenn man ihn abziehen will, drückt man es auch leicht nach unten, muss ihn dann erst nach hinten abziehen und dann kann man ihn nach oben abnehmen zum Befüllen. Man kann natürlich auch einfach angedockt lassen und dann den Deckel abnehmen und so die Maschine befüllen. Ein Liter, wie gesagt, das ist relativ viel für so eine kleine Kapselmaschine. Jetzt habe ich hier ein bisschen Wasser ausgeschüttet. Das wische ich einmal kurz weg. So. Wie gesagt, die Maschine relativ einfach, auch in der Bedienung, hat hier an der Seite so einen kleinen Netzschalter. Über diesen Netzschalter muss die Maschine auch immer ein- und ausgeschaltet werden. Das heißt, die Maschine schaltet sich nicht automatisch ab. Die Maschine hat zwar eine Energiesparfunktion, in welche sie nach 15 Minuten wechselt, komplett abgeschaltet werden, kann sie aber wirklich nur über diesen Schalter. Das heißt, im Energiesparmodus, da leuchten dann hier die beiden Zubereitungstasten, die sich hier auf der Vorderseite befinden, dann nur noch etwas schwächer. Und wenn man da eine der Tasten drückt, dann wird die Maschine, heizt die Maschine langsam wieder auf und dann kann wieder ein Espresso zubereitet werden. Was ich sehr schön gelöst finde bei dieser Maschine, ich ziehe einmal hier den Kapselhalter raus, ist hier dieses herunterklappbare Abtropfgitter. Wenn man jetzt kleine Espresso-Tassen hat, die wird man ja oft haben, da das Illy-System wirklich auf Espresso ausgelegt ist. Und da gibt es hier einfach so ein kleines transparentes Gitter, das man dann herunterklappen kann. Also keine stufenlose Verstellung, sondern wirklich nur dieses Gitter. Das ist auch relativ stabil, obwohl die Maschine wirklich zum Großteil aus Kunststoff besteht. Hier oben ist der Verschlusshebel. Der lässt sich so öffnen. Und dann ist hier der Kapselhalter. Das ist so ein kleines Plastikteil. Da wird die Kapsel dann vertikal reingelegt. Um das besser zu demonstrieren, habe ich hier einmal eine Kapsel. So sieht die Kapsel nämlich aus.
Das sind so ganz spezielle IPA Espresso Kapseln, die speziell auch nur für dieses System oder diese Maschinen von Illy konstruiert wurden, um den perfekten Illy Espresso nach Hause zu bringen. So sehen die Kapseln aus. Die hat irgendwie so zwei Brühkammern. Hier unten den Aufdruck IPA Espresso. Und die wird dann letztendlich so hier in diesen Kapselhalter eingesetzt. Ich hatte ja gesagt zu Beginn, dass der Kaffee oder Espresso nicht mit der Maschine in Berührung kommt. Das ist eigentlich ein ganz einfaches System. Das hier, ich kann das mal versuchen zu zeigen, das geht aber schlecht, dass hier im Grunde einfach so ein Loch ist und man, dass das Wasser von hier oben durch die Kapsel gedrückt wird und dann einfach durch dieses Loch, ohne irgendwie mit dem Kaffeeauslauf oder der Maschine in Berührung zu kommen, in die Tasse fließt. Das ist ein sehr schönes, schöne Idee, sehr schöne Lösung. So hat man auch vielleicht keinen verstopften Kaffeeauslauf, da wirklich der Kaffee nur hier mit der Kapsel in Berührung kommt natürlich und dann mit der Tasse letztendlich wieder. Lässt sich auch relativ einfach schließen, der Verschlusshebel. Ich lege jetzt einmal eine Kapsel ein. Die Aufheizzeit ist in der Anleitung übrigens mit ca. einer Minute angegeben. In den meisten Fällen liegt die Zeit aber etwas darunter. Wenn die Maschine einsatzbereit ist, leuchten hier diese beiden Zubereitungstasten dauerhaft. Das ist jetzt ja der Fall. Deshalb verschließe ich jetzt einfach mal den Verschlusshebel. Das geht auch wirklich einfach. Stelle hier eine Tasse unter den Kaffeeauslauf und bereite einfach mal einen Espresso zu. Was dazu noch zu sagen ist, die voreingestellten Wassermengen sind relativ gering. Das heißt, wenn ich jetzt hier die für eine kleine Tasse drücke, dann wird wirklich nur eine ganz geringe Kaffeemenge ausgegeben. Bei einer großen Tasse sind es auch, meine ich, überhaupt, wenn überhaupt, circa, sagen wir mal, 30 Milliliter. Das heißt, man kann die Wassermenge individuell programmieren. Dafür muss dann einfach hier die Taste gedrückt gehalten werden während des Brühvorgangs und dann losgelassen werden und dann ist die neue Wassermenge eingespeichert. Ich habe hier jetzt noch die Standardmengen eingestellt. Ich bereite jetzt einfach einmal eine große Tasse zu, um das Ganze zu demonstrieren. Dann kann man auch gleich einmal die Lautstärke der Maschine einmal sich anhören. Die ist nämlich gar nicht so laut, die Maschine. Und dann messe ich natürlich auch einmal die Temperatur des Kaffees. Das ist jetzt so ein kurzes Vorbrühen. Das heißt, da wird ein bisschen Wasser in die Kapsel gegeben, bevor dann letztendlich der Espresso in die Tasse läuft. So ein Vorbrühsystem. Läuft relativ langsam aus dem Kaffeeauslauf, aber das spricht ja dafür, dass wirklich dann alles, das ganze Aroma des Illy Espresso aus der Kapsel auch herausgeholt wird. Man sieht, jetzt ist das im Grunde schon vorbei. Die Tasse ist, wenn überhaupt, halb gefüllt. Ich lasse das aber jetzt dennoch einmal so, dass man aber die Menge hat. Hat man hier die, das ist fast ein Ristretto von der Menge. Man sieht aber, eine schöne Crema ist da drauf. Ich messe einmal kurz die Temperatur. Jetzt ist sie ja noch relativ frisch. Knapp über 60 Grad. So zwischen 63 und 65 Grad sind das. Jetzt könnte gleich der nächste zubereitet werden. Und meiner Meinung nach kann man dann auch noch eine kleine Tasse hinterher machen. Und dann ist die Tasse relativ gut gefüllt. Also, ich empfehle, die Wassermenge auf jeden Fall etwas zu verändern. Es sei denn, man möchte wirklich nur so wenig aus der einen Kapsel rausholen. Da eine Kapsel aber 45 Cent kostet, empfehle ich, immer etwas mehr zu nehmen. Dann, wenn die Kapsel ausgeworfen wird, das ist auch ein ganz besonderes System. Die Kapsel wird dann nämlich so im Bogen hier hinten reingeschleudert und landet dann hier im Auffangbehälter. Ich versuche das jetzt einmal in der Praxis zu zeigen, ist aber schwer zu sehen. Einfach mal darauf achten, was gleich mit der Kapsel passiert, wenn ich den Verschlusshebel hier öffne. Man hat gesehen, dieses Ding klappt nach oben und die Kapsel fällt hier hinten in den Auffangbehälter. Die Maschine tropft immer etwas nach und am Maschinengehäuse sieht man hier vielleicht, da sind auch schon leichte Kaffeeflecken, da die Maschine auch immer etwas spritzt bei der Zubereitung. Das liegt aber einfach daran, dass der Kaffee aus diesem Loch herausläuft und keinen wirklich kleinen Kaffeeauslauf hat, sondern ein relativ großes Loch. Jetzt schauen wir uns noch einmal hier die Kapsel an. Kann man hier alles auseinandernehmen übrigens. Ist hier der Auffangbehälter, da passen
laut Hersteller ca. 8 Kapseln rein. Das ist meiner Meinung nach etwas hochgegriffen, also 8 Kapseln, da die Kapseln auch relativ groß sind. Das könnte schon schwierig werden, dass die da reinpassen. Da müssen sie schon optimal hier in den Auffangbehälter hineinfallen. So sieht die Kapsel aus. Oben wurde sie durchstochen mit 19 Bar Druck. Und unten ist sie dann einfach durch die Kapsel direkt in die Tasse gelaufen. Zur Reinigung der Maschine kann ich noch sagen, ich konnte nichts dazu finden, ob die Teile spülmaschinenfest sind. Also gehe ich einfach mal davon aus, dass sie es nicht sind und die Teile immer von Hand gespült werden müssen. Einfach hier sieht man ja, da sind ein paar Kaffeereste, mit einem feuchten Tuch einmal abwischen und dann ist die Sache auch eigentlich erledigt. Es befindet sich immer nur relativ wenig Tropfwasser hier in der Auffangschale, da die Maschine wirklich nicht viel nachtropft. Also das ist dann auch schnell gereinigt. Man kann auch alles hier auseinandernehmen. Alle Teile kann man schön abnehmen und sogar hier dieses weiße Gehäuseteil lässt sich auch einfach abziehen. Versuche das einmal. Ich hatte das jetzt einmal schon gemacht. Ah ja, so. So kann man dann auch letztendlich hier unter einmal das Maschinengehäuse reinigen und dann wieder hier ganz normal aufsetzen. Das ist, finde ich, eine schöne Idee. Das ist auch echt einfach gemacht. Einfach gestaltet und dann einfach wieder alles zusammensetzen. Und das ist wirklich klasse. Hier dieses untere Abtropfgitter besteht übrigens aus Metall. Und das obere aus diesem transparenten Kunststoff, wie ich schon gesagt habe. Mir gefällt die IPA Espresso Y3 Maschine sehr gut. Es ist ein sehr besonderes System durch diese speziellen IPA Espresso Kapseln, die übrigens, ich zeige das einmal, in solchen Boxen hier verkauft werden. Hier sind jetzt 21 Kapseln drin. Eine Kapsel kostet, meine ich, um die 45 Cent. Das ist jetzt, meine ich, gerade der aktuelle Preis. Aber die Maschine kann wirklich den perfekten Illy Espresso nach Hause bringen. Ist einfach zu bedienen. Etwas schade finde ich, dass die Maschine sich nicht komplett abschaltet, sondern nur diesen Energiesparmodus nach 15 Minuten hat. Das heißt, man muss dann wirklich hier den Netzschalter betätigen. Und dann sieht man dann erlischen hier die beiden Zubereitungstasten. Und dann ist die Maschine auch wirklich aus. Der Auswurf der Kaffeekapseln funktioniert gut. Manchmal, in seltenen Fällen, bleibt die Kapsel dann hier in dem Kapselhalter. Ist aber nicht schlimm, dann schmeißt man die einfach kurz mit der Hand hier in den Auffangbehälter und dann ist die Sache auch erledigt. Also das ist jetzt kein wirklicher Negativpunkt. Der Wassertank ist schön groß, mit 1 Liter. Der Deckel ist etwas lose, aber das haben ja ganz viele Hersteller, dass das nicht so optimal gelöst ist. Hier diese Konstruktion, wenn hier wirklich viele Kaffeekapseln drin sind, kippt die leicht nach vorne, ist nicht weiter schlimm. Sollte man nur einfach wissen, damit, wenn die dann irgendwie an der Kante oder so steht, an der Tischkante, damit dann nicht die ganze Konstruktion einmal einfach runterfällt und alle Kapseln sich auf dem Boden verteilen. Der Preis von 139 ist in Ordnung. Die Maschine ist gut verarbeitet, sauber verarbeitet, hat irgendwie keine störenden oder abstehenden Kanten. Alle Teile schließen hier gut miteinander ab. Auch hier der Kapselhalter, das ist wirklich schön gelöst, dass hier das Maschinengehäuse so nach oben geklappt wird. Vom Design wirklich schick hier mit diesem schwarzen Balken, das haben wir alle Modelle in jeder Farbe. Mit den blauen Zubereitungstasten, das sieht wirklich gut aus. Ja, was sonst gibt es zu der Maschine eigentlich nicht viel zu sagen. Außer dass diese Maschine wirklich hauptsächlich für Espresso- und Ristretto-Trinker geeignet ist. Wer jetzt eine Maschine mit Milchaufschäumer möchte, der muss dann zu den etwas teureren Modellen vom IPA Espresso-System greifen, da diese Maschine wirklich hauptsächlich für Espresso geeignet ist. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein bisschen weiterhelfen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann besucht doch meine Seite kapselcafé.net. Vielen Dank!